von Disney verlassen. Einige von euch haben vielleicht schon davon gehört, dass der Disney-Konzern für mindestens eine echte, aktive Geisterstadt verantwortlich ist. Disney baute das Treasure Island Resort in Baker's Bay auf den Bahamas. Disneys Kreuzfahrtschiffe hielten dort an und ließen die Touristen dort zurück, um sich im Luxus zu entspannen. Das ist ein Fakt. Schlag es nach, wenn du mir nicht glaubst. Disney hat 30 Millionen Dollar in den Ort gesteckt. Ja, 30 Millionen Dollar. Dann haben sie ihn stillgelegt. Disney schob die Schuld auf das seichte Wasser, zu seicht für ihre Schiffe, um sicher zu operieren. Und es wurde sogar den Arbeitern die Schuld gegeben, indem man sagte, dass sie, da sie von den Bahamas stammten, zu faul seien, um nach einem regulären Zeitplan zu arbeiten. Hier endet der sachliche Charakter ihrer Geschichte. Es lag nicht am Sand, es lag natürlich auch nicht daran, dass Ausländer faul sind. Beides sind bequeme Ausreden. Ich bezweifle aufrichtig, dass diese Gründe legitim waren. Warum ich die offizielle Geschichte nicht glaube? Wegen Mowglis Palast. In der Nähe der Strandstadt Emerald Isle in North Carolina begann Disney in den späten 90er Jahren mit dem Bau von Mowglis Palace. Das Konzept war ein Dschungelresort mit einem großen, du ahnst es, Palast im Zentrum des Ganzen. Wenn du mit der Figur des Mowgli nicht vertraut bist, dann erinnerst du dich vielleicht an die Geschichte, das Dschungelbuch. Wenn du es noch nirgendwo anders gesehen hast, dann kennst du es als den Disney-Zeichentrickfilm aus vergangenen Jahrzehnten. Mowgli ist ein einsames Kind im Dschungel, das im Wesentlichen von Tieren aufgezogen und gleichzeitig von anderen Tieren bedroht oder verfolgt wird. Mowglis Palace war von Anfang an ein umstrittenes Unterfangen. Disney kaufte tonnenweise teures Land für das Projekt auf und es gab sogar einen Skandal um einige der Käufe. Die örtliche Regierung beanspruchte die Enteignung von Häusern und verkaufte die Grundstücke an Disney. In einem Fall wurde ein Haus, das gerade erst gebaut worden war, sofort und ohne jede Erklärung enteignet. Das von der Regierung enteignete Land war angeblich für ein fiktives Autobahnprojekt bestimmt. Da die Leute genau wussten, was vor sich ging, nannten sie es Mickey Mouse Highway. Und dann war da noch die Konzeptzeichnung. Eine Gruppe von Wichtigtouren der Disney Corporation hielt tatsächlich eine Stadtversammlung ab. Sie wollten allen verkaufen, wie lukrativ dieses Projekt für alle sein würde. Als sie das Konzept zeigten, diesen gigantischen Palast, umgeben von Dschungel, mit Männern und Frauen in Lendenschurz und Stammeskleidung. Nun, es genügt zu sagen, dass alle ausflippten. Wir reden über einen riesigen, indischen Palast, Dschungel und Lendentücher, nicht nur im Herzen einer relativ wohlhabenden, aber ausländerfeindlichen Gegend. Das war eine ziemlich fragwürdige Kombination an diesem Zeitpunkt der Geschichte. Ein Mitglied der Menge hat versucht, die Bühne zu stürmen, aber er wurde von der Security aufgehalten, nachdem er ein Präsentationsbrett beschädigt hatte. Disney hat sich diese Gemeinde genommen und sie im Grunde genommen auch übers Knie gezwungen. Die Häuser wurden abgerissen, das Land gerodet und es gab nichts, was man dagegen hätte tun oder sagen können. Das örtliche Fernsehen und die Zeitungen waren anfangs gegen das Resort. Aber dann kam irgendeine verrückte Verbindung zwischen Disneys Medienbeteiligungen und den örtlichen Einrichtungen ins Spiel und ihre Meinungen änderten sich schlagartig. Wie auch immer, Treasure Island, die Bahamas. Disney steckte die Millionen hinein und trennte sich dann. Dasselbe geschah mit Mowglis Palace. Die Bauarbeiten waren abgeschlossen. Die Besucher blieben tatsächlich in dem Resort. Die umliegenden Gemeinden wurden mit Verkehr und den üblichen Ärgernissen überschwemmt, die mit einem Zustrom von verirrten und verärgerten Touristen einhergehen. Dann hörte alles einfach auf. Disney schloss es und niemand wusste, was er davon halten sollte. Aber sie waren ziemlich froh darüber.
Disneys Verlust war ziemlich lustig und wunderbar für eine Gruppe von Leuten, die das von vornherein nicht wollten. Ich habe ehrlich gesagt keinen Gedanken mehr an den Ort verschwendet, seit ich gehört habe, dass er vor über einem Jahrzehnt geschlossen wurde. Ich wohne etwa 4 Stunden von Emerald Isle entfernt, also habe ich nur die Gerüchte gehört und nichts davon aus erster Hand erfahren. Dann las ich diesen Artikel von jemandem, der das Treasure Island Resort erkundet hatte und einen ganzen Blog über den ganzen verrückten Scheiß schrieb, den er dort gefunden hatte. Sachen, die einfach zurückgelassen wurden. Zerstörte, verunstaltete Dinge, die wahrscheinlich von den verärgerten ehemaligen Angestellten, die ihren Job verloren hatten, ruiniert wurden. Verdammt, die Einheimischen aus der ganzen Umgebung hatten wahrscheinlich ihren Anteil an der Zerstörung des Ortes. Die Leute dort waren genauso wütend über Treasure Island, wie die Leute hier über Mowgli's Palace. Außerdem gab es Gerüchte, dass Disney bei der Schließung seinen Aquariumbestand in die örtlichen Gewässer entlassen hatte, einschließlich Haien. Wer würde da nicht gerne ein paar Gegenstände von Disney beschädigen? Nun, worauf ich hinaus will ist, dass dieser Blog über Treasure Island mich zum Nachdenken gebracht hat. Obwohl seit der Schließung der Insel viele Jahre vergangen sind, dachte ich mir, dass es vielleicht cool wäre, eine urbane Erkundungstour in Mowgli's Palace zu machen. Ich wollte ein paar Fotos machen, über meine Erfahrungen schreiben und sehen, ob ich etwas als Andenken mit nach Hause nehmen könnte. Ich will nicht sagen, dass ich keine Zeit verschwendet habe, um dorthin zu gelangen, denn ehrlich gesagt hat es noch ein Jahr gedauert, bis ich mich dazu durchringen konnte, nach Emerald Isle zu fahren, nachdem ich den Artikel über Treasure Island gefunden hatte. Im Laufe dieses Jahres habe ich viele Nachforschungen über das Palace Resort angestellt, oder besser gesagt, ich habe es versucht. Natürlich wurde der Ort auf keiner offiziellen Disney-Website oder Quelle erwähnt. Noch merkwürdiger war jedoch, dass vor mir noch niemand auf die Idee gekommen war, über den Ort zu bloggen oder gar ein Foto zu veröffentlichen. Auf keiner der lokalen Fernseh- oder Zeitungsseiten stand auch nur ein Wort über den Ort, obwohl das zu erwarten war, da sie alle in Richtung Disney geschwenkt waren. Kürzlich habe ich erfahren, dass Unternehmen zum Beispiel Google bitten können, Links aus den Suchergebnissen zu entfernen. Im Prinzip ohne guten Grund. Im Nachhinein betrachtet liegt es wahrscheinlich nicht daran, dass niemand über das Resort gesprochen hat, sondern daran, dass ihre Worte unzugänglich gemacht wurden. Letztendlich konnte ich den Ort also kaum finden. Alles, was mir zur Verfügung stand, war eine uralte Karte, die ich in den 90er Jahren per Post erhalten hatte. Es handelte sich um einen Werbeartikel, der an Leute verschickt wurde, die kürzlich in Disney World waren. Und da ich in den späten 80ern dort gewesen war, war das wohl kürzlich genug. Ich hatte nicht wirklich die Absicht, sie aufzubewahren. Sie wurde einfach zu meinen Büchern und Comics aus meiner Kindheit gesteckt. Ich erinnerte mich erst Monate nach meinen Nachforschungen daran und selbst dann brauchte ich noch ein paar Wochen, um den Karton zu finden, in dem meine Eltern alles gestopft hatten. Aber ich habe sie gefunden. Die Einheimischen waren keine Hilfe, denn die meisten waren Zugezogene, die in den letzten Jahren an den Strand gezogen waren, oder alteingesessene Einwohner, die mich nur angrinsten und unhöfliche Gesten machten, sobald ich es schaffte zu sagen: Wo finde ich Mowglis? Die Fahrt führte mich durch einen übermäßig langen Weg voller Gestrüpp. Tropische Pflanzen, die das Gebiet überschwemmt und überbevölkert hatten, mischten sich mit den einheimischen Pflanzenarten, die dort eigentlich hingehörten und versucht hatten, sich das Land zurückzuholen. Ich staunte nicht schlecht, als ich das Eingangstor des Resorts erreichte. Riesige, monolithische Holztore, deren Stützen auf beiden Seiten aussahen, als wären sie aus riesigen Mammutbäumen geschnitten worden. Das Tor selbst war an mehreren Stellen von Spechten ausgehöhlt und an der Basis von wühlenden Insekten zerfressen worden. Am Tor hing ein Stück Metall, ein banales Stück Schrott, auf das in schwarzer Farbe handgemalte Buchstaben gekritzelt waren. Von Disney verlassen.
eindeutig die Handarbeit eines ehemaligen Einheimischen oder eines Angestellten, der damit einen kleinen Protest ausdrücken wollte. Die Tore waren offen genug, um hindurchzugehen, aber nicht mit dem Auto zu fahren. Also schnappte ich mir meine Digitalkamera und die Karte, deren Rückseite einen Grundriss des Resorts zeigte, und machte mich zu Fuß auf den Weg. Das Innere des Geländes war genauso überwuchert wie der Eingangsbereich. Palmen standen ungepflegt und zerfleddert zwischen Haufen ihrer eigenen Kokosnüsse. Bananenstauden standen ebenfalls in ihrem eigenen, stinkenden, von Käfern befallenen Abfall. Ordnung und Chaos prallten aufeinander und sorgfältig gepflanzte Reihen mehrjähriger Blumen mischten sich mit widerwärtigem, hohen Unkraut und stinkenden, geschwärzten Pilzen. Alles, was von den Außenanlagen übrig geblieben war, war zerbrochenes, verrottendes Holz und verschiedene verkohlte Teile von nicht identifizierbarem Material. Was wahrscheinlich ein Informationsstand oder eine Bar im Freien war, war jetzt nur noch ein Haufen diverser Trümmer, die durch Vandalismus und Witterungseinflüsse zerstört worden waren. Das Interessanteste auf dem Gelände war eine Statue von Baloo, dem freundlichen Bären aus dem Dschungelbuch, die in einer Art Innenhof vor dem Hauptgebäude stand. Er starrte mit einem albernen, zahnlosen Grinsen ins Leere, während Vogelkacke ganze Bereiche seines Fells bedeckte und Ranken seine Plattform umschlangen. Ich näherte mich dem Hauptgebäude, dem Palast, und musste feststellen, dass die Außenseite des Gebäudes mit Graffiti übersät war, wo die ursprüngliche Farbe noch nicht abgeblättert und abgeplatzt war. Die Eingangstüren waren nicht nur offen, sie waren aus den Angeln gehoben und gestohlen worden. Über den Eingangstüren oder dem klaffenden Schlund, wo sie gewesen waren, hatte wieder einmal jemand von Disney verlassen gemalt. Ich wünschte, ich könnte euch erzählen, was ich im Inneren des Palastes alles gesehen habe. Vergessene Statuen, verlassene Registrierkassen, einen vollwertigen Geheimbund von obdachlosen Pennern. Aber nein, das Innere des Gebäudes war kahl. So kahl, dass ich tatsächlich glaube, dass die Leute den Stuck von den Wänden gestohlen haben. Alles, was zu groß war, um es zu stehlen. Tresen, Schreibtische, riesige künstliche Bäume. Sie alle standen inmitten dieser leeren Echokammer, die jeden meiner Schritte wie das langsame Rattern eines Maschinengewehrs verstärkte. Ich sah mir den Grundriss an und ging zu allen Orten, die irgendwie interessant erscheinen mochten. Die Küche war so, wie man sie sich vorstellt. Ein industrieller Bereich für die Zubereitung von Lebensmitteln mit allen Geräten und viel Platz, der keine Kosten scheut. Jeder Glasgegenstand war zerbrochen, jede Tür aus den Angeln gehoben, jede Metallfläche zertreten und verbeult. Der ganze Ort roch nach sehr alter Pisse. Die riesige Kühlkammer, die nicht einmal mehr annähernd kühl war, hatte reihenweise leere Regale. Von der Decke hingen Haken, wahrscheinlich zum Aufhängen von Fleischstücken, und als ich einen Moment darin stand, bemerkte ich, dass sie schwankten. Jeder Haken schwang in eine zufällige Richtung, aber die Bewegungen waren so langsam und klein, dass es fast unmöglich war, sie zu sehen. Ich nahm an, dass dies durch meine Schritte verursacht wurde, also hielt ich einen Haken an, indem ich ihn mit der Faust festhielt und dann vorsichtig losließ. Die Toiletten befanden sich in demselben Zustand wie der Rest des Hauses. Genau wie im Treasure Island Resort hatte jemand systematisch jedes Stückchen Porzellan mit Kokosnüssen und anderen Utensilien zertrümmert. Auf dem Boden stand etwa ein halber Zentimeter ranziges, stinkendes, stehendes Wasser, sodass ich mich dort nicht lange aufhielt. Seltsam ist, dass die Toiletten und Waschbecken alle tropften, leckten oder einfach durchliefen. Ich hatte den Eindruck, dass sie das Wasser schon vor langer Zeit hätten abstellen sollen. Es gab viele Zimmer in der Anlage, aber ich hatte natürlich keine Zeit, sie alle zu besichtigen. Die wenigen, in die ich hineingeschaut habe, waren ähnlich verwüstet und ich hatte nicht erwartet, dort etwas zu finden. In einem Zimmer dachte ich, es gäbe einen Fernseher oder ein Radio, denn ich glaube wirklich,
ein leises Gespräch gehört zu haben. Obwohl es wie ein Flüstern klang, wahrscheinlich mein eigener Atem, der in der Stille widerhallte, oder nur ein weiterer Fall von fließendem Wasser, das dem Verstand Streiche spielt, hörte es sich folgendermaßen an. Ich habe es nicht geglaubt. Kurze, unverständliche Antwort. Das habe ich nicht gewusst. Ich wusste es nicht. Dein Vater hat es dir gesagt. Unverständlich, eventuell auch bloß ein Weinen. Ich weiß, das klingt lächerlich. Ich erzähle dir nur, was ich erlebt habe und warum ich dachte, dass in dem Zimmer etwas herumlief. Oder schlimmer noch, dass sich dort ein paar Landstreicher verkrochen hatten, die mich wahrscheinlich abgestochen hätten. Als ich wieder an der Eingangstür des Palastes ankam, dachte ich, dass ich nichts Nennenswertes gefunden hatte und die Fahrt hierher umsonst gewesen war. Als ich aus der Tür schaute, bemerkte ich etwas Interessantes im Innenhof, das ich offenbar übersehen hatte. Etwas, das mir wenigstens einen Beweis für meine Mühe liefern würde, auch wenn es nur ein Foto war. Dort stand eine lebensechte Statue einer Python, vielleicht 80 Fuß lang, zusammengerollt und sonnte sich auf einem Sockel genau in der Mitte des Areals. Es war fast an der Zeit, dass die Sonne unterging, und so fiel das Licht auf das Objekt in der perfekten Weise für ein Foto. Ich näherte mich der Python und schoss ein Foto. Dann stellte ich mich auf die Zehenspitzen und knipste ein weiteres. Ich ging wieder näher heran, um den Ausschnitt des Gesichts zu sehen. Langsam und beiläufig hob die Python ihren Kopf, schaute mir direkt in die Augen, drehte sich um und schlitterte vom Sockel über das Gras und in die Bäume. Die ganzen 80 Fuß von ihr. Ihr Kopf war längst im Wald verschwunden, noch bevor ihr Schwanz den Sonnenplatz verlassen hatte. Disney hatte alle seine exotischen Tiere auf dem Gelände freigelassen. Auf meinem Lageplan war das Reptilienhaus eingezeichnet. Ich hätte es wissen müssen. Ich hatte über die Haie auf Treasure Island gelesen und ich hätte wissen müssen, dass sie das auch hier getan hatten. Ich war verblüfft, völlig baff. Mein Mund muss eine ganze Weile offen gestanden haben, bevor ich auf den Boden der Tatsachen zurückkam und ihn wieder zukniff. Ich blinzelte ein paar Mal und wich von der Stelle, an der die Schlange gewesen war, zurück zum Palast. Auch wenn sie völlig verschwunden war, wollte ich kein Risiko eingehen und ging rückwärts in das Gebäude. Ich brauchte ein paar tiefe Atemzüge und Ohrfeigen, um mich wieder aufzurappeln. Ich suchte nach einem Platz zum Sitzen, denn meine Beine fühlten sich zu diesem Zeitpunkt schon ein wenig wie Gelee an. Natürlich gab es keinen Platz zum Sitzen, es sei denn, ich wollte mich in die Glasscherben und den Teppich aus totem Laub legen oder mich auf einen Schreibtisch von zweifelhafter Zuverlässigkeit schleppen. Ich hatte in der Nähe der Eingangshalle des Palastes eine Treppe gesehen und beschloss, mich dorthin zu setzen, bis ich mich besser fühlte. Die Treppe war weit genug von der Vorderseite des Gebäudes entfernt, um relativ sauber zu sein, abgesehen von einer erschreckenden Ansammlung von Staub. Ich riss einen Metallkeil von der Wand, der wieder mit dem Motto von Disney verlassen bemalt war und das ich mich gewöhnt hatte. Ich legte den Keil auf die Treppe und setzte mich darauf, um sie wenigstens einigermaßen sauber zu halten. Die Treppe führte nach unten, unter die Erdoberfläche. Ich benutzte meinen Kamerablitz als eine Art improvisierte Taschenlampe und konnte sehen, dass die Treppe in einer Metallgittertür mit einem Vorhängeschloss endete. Auf einem Schild an der Tür, einem offiziellen Schild, stand: Zutritt nur für Maskottchen, danke. Das erheiterte mich ein wenig, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, hätte ein Bereich, der nur für Maskottchen reserviert war, früher bestimmt einige interessante Dinge geboten. Zweitens war das Vorhängeschloss noch an seinem Platz. Niemand war dort unten gewesen. Nicht die Vandalen, nicht die Plünderer, niemand. Dies war der einzige Ort, den ich tatsächlich erkunden und vielleicht etwas Interessantes zum Fotografieren oder mutwilligen Stehlen finden konnte. Ich war in den Palast gekommen und hatte mir im Grunde genommen eingeredet, dass ich alles mitnehmen konnte, was ich wollte, denn er war ja verlassen.
Es brauchte nicht viel, um das Schloss zu knacken. Nun, eigentlich stimmt das nicht ganz. Es brauchte nicht viel, um die Metallplatte an der Wand zu zerbrechen, an der das Vorhängeschloss befestigt war. Die Zeit und der Verfall hatten die meiste Arbeit für mich erledigt und ich konnte die Metallplatte so weit verbiegen, dass ich die Schrauben aus der Wand ziehen konnte. Etwas, woran anscheinend niemand sonst gedacht hatte oder was zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich war. Der Bereich nur für Maskottchen war eine verblüffende und sehr willkommene Abwechslung zum Rest des Gebäudes, den ich gesehen hatte. Zum einen leuchtete jede zweite oder dritte Leuchtstoffröhre über dem Kopf, auch wenn sie unregelmäßig flackerte und verblasste. Außerdem war nichts gestohlen oder kaputt gemacht worden, auch wenn Alter und Abnutzung definitiv ihren Tribut forderten. Auf den Tischen lagen Notizblöcke und Stifte, es gab Uhren, sogar eine Stempeluhr an der Wand mit ausgefüllten Stempelkarten. Stühle standen verstreut herum und es gab sogar einen kleinen Pausenraum mit einem alten, rauschenden Fernseher und längst verfaulten Speisen und Getränken auf den Theken. Es war wie in einem dieser Postapokalypse-Filme, in denen sich alles im Zustand der Evakuierung befindet. Als ich durch die labyrinthartigen Gänge im Untergeschoss des Bereichs ging, wurden die Sehenswürdigkeiten immer interessanter. Als ich weiterging, waren Schreibtische umgestoßen, Papiere lagen verstreut und verschmolzen fast mit dem feuchten Boden, und ein großer Schimmelpilzteppich verdrängte langsam den eigentlich purpurnen Bodenbelag. Alles war irgendwie matschig. Alles, was aus Holz war, zerfiel zu Brei, wenn ich auch nur die geringste Kraft ausübte. Und Kleidungsstücke, die in einem der Räume an Haken hingen, zerflossen einfach in feuchte Fäden, wenn ich versuchte, sie aufzuhängen. Eine Sache, die mich störte, war, dass das Licht immer spärlicher und unzuverlässiger wurde, je weiter ich in die feuchten, erstickenden Tiefen dieses Ortes vordrang. Schließlich erreichte ich eine schwarz-gelb gestreifte Tür mit der Aufschrift Requisitenkammer 1. Die Tür ließ sich zunächst nicht öffnen. Ich dachte mir, dass hier wahrscheinlich die Kostüme aufbewahrt wurden. Und ich wollte auf jeden Fall ein Foto von diesem verdrehten, stinkenden Chaos machen. Egal welchen Winkel ich wählte oder welchen Trick ich versuchte, die Tür ließ sich nicht öffnen. Das heißt, bis ich aufgab und begann wegzugehen. In diesem Moment hörte ich ein leises Knacken und die Tür öffnete sich knarrend. Drinnen war der Raum völlig dunkel, pechschwarz. Ich suchte mit dem Blitzlicht der Kamera nach einem Lichtschalter an der Wand vor der Tür, aber da war nichts. Als ich mich auf die Suche machte, wurde ich durch ein lautes, elektrisches Summen aus meiner Aufregung gerissen. Reihen von Lichtern über mir erwachten plötzlich zum Leben, flackerten und gingen ein und aus wie die anderen, an denen ich vorbeigekommen war. Meine Augen brauchten eine Sekunde, um sich daran zu gewöhnen, und es schien, als würde das Licht immer heller werden und alle Glühbirnen drohten zu explodieren. Aber gerade als ich dachte, dass es dieses kritische Stadium erreichen würde, wurde das Licht ein wenig gedämpft und beruhigte sich. Der Raum war genau so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. An den Wänden hingen verschiedene Disney-Kostüme, komplett zusammengesetzt wie seltsame Cartoon-Kadaver, die an unsichtbaren Schlingen hingen. Im hinteren Teil des Raumes gab es ein ganzes Regal mit Lendenschürzen und einheimischer Kleidung auf Bügeln. Was ich seltsam fand und was ich sofort fotografieren wollte, war ein Mickey-Maus-Kostüm in der Mitte des Raumes. Im Gegensatz zu den anderen Kostümen lag es auf dem Rücken in der Mitte des Bodens wie ein Mordopfer. Das Fell des Kostüms war verrottet und hatte kahle Flecken hinterlassen. Was jedoch noch seltsamer war, war die Färbung des Kostüms. Es war wie ein Fotonegativ der echten Mickey Maus. Schwarz, wo er weiß sein sollte, und weiß, wo er schwarz sein sollte. Seine normalerweise rote Latzhose war hellblau. Der Anblick war so abstoßend, dass ich das Fotografieren bis zum Schluss aufgeschoben habe. Ich machte ein Foto von den Kostümen, die an den Wänden hingen.
von oben, von unten, von der Seite, um eine ganze Reihe von eingefrorenen, fauligen Cartoon-Gesichtern zu zeigen, bei denen teilweise die Plastikaugen fehlten. Dann beschloss ich, eine Aufnahme zu inszenieren. Nur ein Foto von einem der schmuddeligen Charakterköpfe auf dem glatten, schmutzigen Boden. Ich griff nach dem Kopfteil eines Donald Duck-Kostüms und nahm es vorsichtig ab, damit es mir nicht in den Händen auseinanderfiel. Als ich in das Gesicht des großäugigen, zerfallenden Kopfes blickte, ließ mich ein lautes Klappern vor Schreck zusammenzucken. Ich sah auf meine Füße hinunter und zwischen meinen Schuhen lag ein menschlicher Schädel. Er war aus dem Maskottchenkopf herausgefallen und zu meinen Füßen zerbrochen. Nur das leere Gesicht und der Unterkiefer blieben übrig und starrten zu mir hoch. Wie nicht anders zu erwarten, ließ ich den Entenkopf sofort fallen und rannte zur Tür. Als ich in der Tür stand, blickte ich zurück auf den Schädel auf dem Boden. Ich musste ein Foto davon machen. Ich musste es tun, und zwar aus einer Reihe von Gründen, die einem vielleicht albern vorkommen, aber nur, wenn man sie nicht durchdenkt. Ich brauchte einen Beweis dafür, was passiert war, vor allem, wenn Disney die Sache irgendwie aus der Welt schaffen wollte. Ich hatte von Anfang an keinen Zweifel daran, dass Disney, selbst wenn es nur grobe Fahrlässigkeit war, dafür verantwortlich war. In diesem Moment begann Mickey, der Foto-Negativ-Mickey in der Mitte des Bodens, sich zu erheben. Das Mickey-Maus-Kostüm, oder wer auch immer darin steckte, stand in der Mitte des Raumes und starrte mich mit seinem falschen Gesicht direkt an, während ich immer und immer wieder Nein murmelte. Mit zitternden Händen, einem heftig pochenden Herzen und Beinen, die wieder einmal zu Gelee geworden waren, schaffte ich es, die Kamera zu heben und sie auf die gegenüberliegende Kreatur zu richten, die mich schon in aller Ruhe musterte. Der Bildschirm der Digitalkamera zeigte nur tote Pixel in der Form des Dings an. Es war eine perfekte Silhouette des Mickey-Kostüms. Als ich die Kamera in meinen unsicheren Händen bewegte, breiteten sich die toten Pixel aus und verunstalteten den Bildschirm überall dort, wohin sich Mickeys Umriss bewegte. Dann ging die Kamera aus. Sie war leer und anscheinend kaputt gegangen. Ich richtete meinen Blick noch einmal auf das Mickey-Maus-Kostüm. Hey, sagte es mit gedämpfter, perverser, aber perfekt ausgeführter Mickey-Maus-Stimme. Willst du sehen, wie mein Kopf abfällt? Es begann, an seinem eigenen Kopf zu ziehen, wobei es seine ungeschickten, mit Handschuhen bekleideten Finger mit kratzenden, ungeduldigen Bewegungen um seinen Hals legte. Ähnlich wie ein Verwundeter, der versucht, sich aus dem Rachen eines Raubtiers zu befreien. Als es seine Finger in seinen Hals bohrte, sah ich so viel Blut wie noch nie in meinem Leben zuvor. So viel dickes, stückiges, gelbes Blut. Ich wandte mich ab, als ich das ekelerregende Reißen von Stoff und Fleisch hörte. Ich wollte nur noch weg. Über der Tür zu diesem Raum sah ich die letzte Botschaft, die mit Knochen oder Fingernägeln in das Metall gekratzt war. Von Gott verlassen. Ich habe die Speicherkarte mit den Bildern nie aus der Kamera geholt. Ich habe nie den Blog-Eintrag darüber geschrieben. Nachdem ich von diesem Ort weggelaufen war, um meinen Verstand, wenn nicht sogar um mein Leben zu retten, wusste ich, warum Disney nicht wollte, dass jemand von diesem Ort erfährt. Sie wollten nicht, dass jemand wie ich dorthin kommt. Sie wollten nicht, dass so etwas nach außen dringt.